Hey, wieder herzlich willkommen bei Dead Space. So, das Licht ist aus, es ist spät abends. Ich bin bereit, mich diesem fiesen Spiel zu widmen. Ja, okay, gut. Dann wollen wir mal nicht lange rumreden. Wir machen diese Tür auf und zielen. Einfach mal gucken, was dahinter ist. Also ich habe ja auch schon eine warme Milch stehen, um die Nerven zu beruhigen. Ich bin für so eine Spiele eigentlich überhaupt nicht geschaffen, weil ich mich total erschrecke. Also so eine Schockeffekte, die funktionieren bei mir immer. Der Schatten da zum Beispiel. Ich habe schon eine leichte Gänsehaut bekommen, doch. Wo muss ich lang? Oh, Moment. Wo muss ich lang? Da lang. Aber okay, ich bin mal nicht feige gegenüber YouTube. Ich werde einfach mal diese Kiste hier aufmachen. Credits 800. Alter, ich laufe wirklich nur noch so rum. Ich trau dem nicht. Das ist ein Speicherpunkt. Ich trau dem nicht. Ich schieß einfach mal rauf. Wenn nichts passiert, habe ich ja nur eine Patrone. Nee, was ist es eigentlich? Was verschieße ich da? Egal. Ich sage mal Patrone. Ich habe eine Patrone, eine Munitionseinheit. So. Eine Munitionseinheit habe ich dann ja verschwendet. Ist nicht viel. Wenn jetzt nichts passiert, dann ist es tot. Wow, ich habe den Kopf abgeschossen. Nachladen. Also jetzt ist es auf jeden Fall tot. Plasmaenergie. Plasmaenergie schieße ich ab. Richtig, so rum war das. Ich glaube, ich muss noch nicht speichern, oder? So, nachdem ein Gegner. Nee, komm. Wir wollen mal nicht so feige sein. Medipack Mittel. Ups, Entschuldigung, ich wollte eigentlich das Medipack nehmen. Hatte aber wohl, stand wohl zu nah an dem Speicherpunkt dran. Medipack Mittel. Gut. Gucken wir mal hier lang. Was haben. Oh! Achso, das war. Was war das? Achso, es war nur ein Ding. Audiolog. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Cutter habe ich. Zerlegen. Gut. Dass das Spiel darauf hinausläuft, dass man Gegner zerteilt, kann man hier dran sehen. Gut. Gut, 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 gut. Ich glaube, beim Zusehen ist das gar nicht mal so schlimm, das Spiel. Aber wenn man hier einfach. Wenn man hier selber durch muss, das ist die Hölle. Wirklich. Vor allem, ich versuche mich gerade krampfhaft zu erinnern, wo die nächste Schockeffekt war. Ah! Da. Ja, ich erinnere mich. Jetzt erinnere. Ja, da war er. Oh Gott! Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Zielen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie die Gliedmaßen Also wir haben jetzt einen Audiolog gehört, wir haben jetzt eine Mitteilung bekommen und wir haben jetzt nochmal von unserem Computer gesagt bekommen, dass wir die Gliedmaßen abtrennen müssen. Also ich weiß jetzt nicht, worauf wir schießen müssen. Gut. Das eben hier von wegen, das war wirklich nicht gewollt. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass der da von der Decke fällt. Also, so gut schauspielern kann ich jetzt nicht. Oh, Scheiße. Ein großer Raum. Oh, ich hasse große Räume. Da kommen immer irgendwie eine Menge Viecher. Von hinten!
Nee, doch nicht von hinten. Oh Gott. Stasemodul. C. Ach so, zielen und C. Okay. Ich werde einige Male auf die falsche Taste drücken. Was ist das? Plasmaenergie. Schönes Ding. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stasemodul, das du gerade aufgerufen hast. Erstmal will ich hier gucken. Ach, Stasestation. Damit kann man die Energie. Hier sehen Sie, seht ihr diesen Halbmond? Neben dem Rückgrat, dieser leuchtende Halbmond da, dieser Halbkreis. Das zeigt an, wie voll unser Stasemodul ist. Also wenn es leer ist, dann müssen wir entweder so eine Energie aufheben, wie wir es, oder also der Stasestation ist wieder auffüllen. Alter, ich höre immer auch immer so ein Zischen. Ich denke immer, das ist irgendwie so ein Vieh. Okay. So geht das. Kann man das auch irgendwie wieder aufheben? Da! Der Halbkreis ist ein bisschen weniger geworden. Cool. Stasepack. Da, das ist diese Energie, die man... okay, geht nicht automatisch. Man muss es also nachladen. Speicherstation. Ja, jetzt... Jetzt werde ich doch abspeichern. Nehmen wir mal hier. Bleiben wir auch mal bei Kapitel 1. Annehmen. Soll es wirklich verschrieben werden? Ja, soll. Dankeschön. Wo soll ich lang? Da. Aber wieder werde ich erstmal hier lang gehen. Ah! Oh Gott! Da wird man religiös. 3000 Credits. Hey, was tue ich nicht alles für Geld? Was sagst du denn dazu, Isaac? Ich weiß, er heißt Isaac. Ich habe in der ersten Folge Isaac gesagt. Das war falsch, ich weiß. Ich weiß! Wie spricht er eigentlich unter seinem Helm? Wie hört sich das an? Wahrscheinlich wie Kenny. Versuche mich hier abzulenken. Oh nein, jetzt gibt es da auch noch so einen Ton. Hört ihr das? So ein ganz leises, als ob da so ein Herz pocht. So eine Töne hasse ich immer. Im Videospielen. Oh Gott, Medipack klein. Gut. Okay. Muss auch noch geflüstert werden. Oh Gott. Oh, was ist hier? Was haben wir hier? Plasmaenergie! Plasmaenergie! Achso, das war die Speicherstation. Medipack klein. Bisher haben wir die Medipacks nicht wirklich gebraucht. Okay, wir hatten einen Gegner, der lag tot auf dem Boden. Und wir hatten einen Gegner, der... Den haben wir gleich... Den haben wir schön zerlegt. Aber... Also wir waren noch nicht so viel. Scheiße. Sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Setzen Sie Stase ein, okay. Also werde ich hier wahrscheinlich Stase verwenden müssen. Was ist das hier? Habe ich nicht. Ah, doch. Meine ich doch. Alles, was irgendwie blau oder grün blinkt oder leuchtet, kann man meistens verwenden. Energieknoten. Ich weiß schon gerade nicht, wozu man Energieknoten gebrauchen kann. Ich nehme es auch mit. In der Knie. Energieknoten erhalten. Sehr schön.
Da leuchtet auch was blau. Aktivieren! Schön. Oh. Ach du Scheiße. Seit Doom 3 gucke ich auch immer gleich nach hinten, ob da irgendwas kommt. Oh, ist hier? Was ist das? Stasi-Station. Da, seht? Aufgefüllter Halbkreis. Gott. Ich kann nicht mehr. Ja, jetzt klebt mir so ein... Nee, doch nicht. Ah! Gottes Willen! Nein, 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 nein. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Und ich glaube, das war ein Medipack, was ich da aufgehoben habe. Oh, ich könnte durchdrehen. Wenn die plötzlich auftauchen. Ach nee, Quatsch. Ich hab was übersehen. Was? Hä? Ach so, muss ich da oben? Da gab's doch irgendeinen Trick, oder? Ah! Ja. Hm. Ja, klar. Moment. Machen wir so. Und verlangsamen das Teil. Dann haben wir nämlich mehr Zeit. Hehe. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Du hörst nur was kriechen? Oh nein, ich sehe was kriechen! Abgeschlossen. Genau, und mit diesen super Bildern verabschiede ich mich für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich trinke erstmal einen Schluck Milch. Danke fürs Zuschauen, bis dann, ciao!